Und damit herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4. Wir holen uns erstmal diesen Aussichtspunkt hier. Den haben wir noch nicht. Dachte, den hätten wir schon gehabt. Und ich bin kurz weg. Derwent Whitewater. Hier kann man nach ein paar Nächten im Gelände gut duschen. Glaub mir. So, weiter jetzt. Oh, viel zu laut, Alter. Haben wir uns den Wasserfall mal geholt? Ich glaube nicht, dass man hier duschen kann. Wird schwierig, glaube ich, aktuell. Wir machen den Lake District Sprint, die Renault-Meisterschaft. Hab tatsächlich richtig Bock auf Renault. Ich hatte zwar im letzten Part gesagt, machen wir nicht. Aber machen wir doch. Du wirst bei diesem Saisonrennen deinen Spaß haben. Zieh dich nur warm an. Bin warm angezogen. Jetzt gehen wir mal an eine Renault, bitte. Oh. Haben wir keinen davon? Dann fahren wir einen Megane. Würde ich sagen. Der Megane sieht neu aus als der Clio, obwohl er 3 Jahre jünger ist. Geil, doch. Also, fand ich jetzt zumindest. Ja, ich habe ehrlich gesagt gar keinen Plan, was für eine Folierung man hier drauf nehmen könnte. Die finde ich ganz nett. Ist halt wieder so eine Akawaii. Scheiße. Gönn. Wird jetzt natürlich serienmäßig ein bisschen abstinken, schätze ich mal. Fürchte ich mal. Aber ich wollte nicht wieder mit unserem R5 Turbo fahren. Der ist zwar hübsch. Aber den sind wir schon mal gefahren. Und ich mag eigentlich tauschen. MR. Ist das eine Anspielung? Weil das sieht ein bisschen aus wie das Toyota-Ding. Auch wenn ich gerade nicht weiß, was heißt. Wie heißt denn das Toyota-Ding? Auf jeden Fall haben die mehr Renault zur Auswahl als ich. Mal wieder. Gefällt mir nicht. Fisch, fahr vielleicht nicht unbedingt da durch, dann wirst du auch schneller. Ja, wir schauen mal, was dieser Renault Cup hier so bringt. Also was er uns so gibt. Ich wollte den noch fahren eigentlich ganz gerne, weil ich Bock auf den habe, tatsächlich. Ist ja der Sonntagspart jetzt hier. Sonst hätte ich halt was gemacht, was nicht mit der Season zusammenhängt. Und da wir allgemein nicht so viel Season-Abhängiges gemacht haben. Beziehungsweise wir haben eigentlich alles Season-abhängig gemacht, aber sind ja immer nur 3 Parts dann Season-abhängig. Hatte ich Bock, das hier noch zu machen. Renault hat mich interessiert. Hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht, muss ich zugeben, vom Inhalt her. Aber, mei, Schwund ist immer. Wieso dürfen die coolere Sachen fahren als ich? Also ein Twingo zum Beispiel hatte ich ja gar nicht zur Auswahl. War doch ein Twingo, ne? War das ein Twingo? Und eine Alpine hatte ich zum Beispiel auch nicht als zur Auswahl. Warum nicht? Kann man die Autos nicht kaufen, oder? Das da vor uns hatte ich, glaube ich, auch nicht zur Auswahl. Oder sind das DLCs, die ich nicht habe? Was mir nicht gefallen würde. Ich habe nämlich nicht alle DLCs, aber einen ganzen Haufen eigentlich. Egal, ich kann ja gleich mal gucken, was hier los ist. Wäre das gleiche Auto wie ich, nur in schwarz. Actually. Gut. Ich muss sagen, für einen Serienwagen schlägt er sich ganz gut. Kann man so machen. Ganz klassisches Überholmanöver. Oh Gott, Lag. Wir haben ja jetzt Sonntag. Da bin ich dann wieder da. Wir waren übers Wochenende beim Kumpel. Geburtstag feiern. Mischa kennt man noch nicht. Also klar, Freddy kennt ihn. Niki, falls das guckt, auch. Dennis, falls das wieder erwarten, guckt auch. Aber an sich kennt man ihn hier auf diesem Kanal nicht. Ja, so ein Freddy kennt man hier, Niki kennt man aus den Kommentaren, Dennis auch irgendwo. Freddy kennt man ja sogar als Mitspieler. Wenn man da schon ein bisschen länger dabei ist. Ich glaube, das letzte Projekt, was ich mit Freddy zusammen gemacht habe, war Sacred Citadels. Freddy, wenn man wieder Zeit für ein Multiplayer-Ding war. Ich hätte richtig Bock, muss ich zugeben.
Ja, aber Micha ist, glaube ich, noch nicht mal angesprochen worden hier zum Kanal, von daher. Relativ neuer, guter Kumpel. Ja, das Kerlchen. Fahren wir mal hin zum Geburtstag. Anderthalb Tage oder so. Meine Güte, also ein Clio 03 können wir nicht fahren. Den Clio an sich können wir fahren. Ein A110, also ein Alpine, können wir nicht fahren. Ein 93er Clio können wir nicht fahren. Ein Clio 10 können wir nicht fahren. Ein Clio 13 war das, glaube ich, was wir fahren können. Dann können wir den normalen Clio auch nicht fahren. Okay, what the fuck? Also den, der als Vierter ist. Warum haben wir die denn alle nicht? Ziemlich frech. Ziemlich frech. Muss ich ja schon sagen. Ja, dreh mal bitte. Schön, 944 Turbo. Kein schönes Auto. Aber ausnahmsweise mal Porsche, der nicht aussieht wie jeder andere Porsche. Gut, wo sind wir? Wir sind hier unten. Da hinten ist das nächste. Ich würde sagen, wir porten mal kurz nach Hause. Und schauen dann einmal schnell nach, ob ich einen anderen Renault kaufen kann. Und wenn ja, warum ich hier keinen anderen Renault kaufen konnte. Hallo, ich bin jetzt der Fisch. Gib mal einen anderen Renault, bitte. Und mach bitte zügiger. Wir sind gerade so schön in der Zeit. Alle Anzeigen. R. Ranger, ich bin dumm. L. N. R. Danke. Ja, wir können. Also, den konnten wir aus irgendeinem Grund nicht kaufen. Das ist jetzt 2010er. Aber das war's dann auch. Was mit den anderen Fahrzeugen? Kann man die nur gewinnen, oder? Also, ich muss ja sagen, das Auto hier ist cool. Ich hätte halt gerne ein anderes gehabt. Ich würde mal sagen, wir gucken mal kurz, was so optisch geht. Das gefällt mir ausnahmsweise mal wieder. Muss ran. Definitiv. Ich hätte gern Winterreifchen. Und dann marginal mehr Leistung. Ich möchte keine andere Antriebsart. Ich hätte gern marginal mehr Leistung. Und am liebsten mache ich tatsächlich Zylinderkopf, weil Drehzahlband länger. Zylinderkopf und Turbo können wir machen. Weil der immer noch nicht hochdreht, ne? Der dreht irgendwie immer noch 5, 6, 7, 8. Der dreht irgendwie immer noch nur so 6,5 oder so. Ja, verlieren wir unten raus halt sehr viel, ne? Was kann man hier noch machen? Ja, guck mal, das gefällt mir doch schon mal. Und dann gehen wir noch im ganzen Band ein bisschen höher. Dann vielleicht noch eine etwas bessere Bremse. Und ein Weng tiefer. Auch noch ein Weng tiefer. Sehr schön. Gut. Ich würde sagen, das reicht. Dann fahren wir jetzt das nächste Rennen. Und werden wahrscheinlich komplett reinstinken. Weil wir jetzt ein bisschen was an unserem Auto verändert haben. Sehr schön. Ist ja zum Glück hier direkt um die Ecke. Schon viel besser, ey. Das Ding dreht nur 6,5, ey. Das ist zwar ein bisschen mehr, als ich gedacht habe, tatsächlich. Aber immer noch mega wenig, ne? Überlege, dass mein scheiß Diesel irgendwie 5,250 oder so dreht. Schon ein bisschen dumm. Wieso darf ich... Habe ich die Leistung überschritten? Ich darf nur 700. Wir sehen uns gleich hier wieder. So, da bin ich wieder. Der Kopf hat tatsächlich nur 500 Umdrehungen mehr gebracht. Das ist einfach gar nichts. Das ist echt wenig. Klar, Leistung gebracht. Jetzt auch nicht so viel. Wir fahren weiter mit unserem schönen Megane. Und schauen mal, was hier so geht. Ich muss sagen, an sich, Auto, ja, ist ganz nett. Bin jetzt kein riesen Renault-Fan. Alpine ist schon richtig geil. Aber kaufen würde ich mir sowas jetzt nicht. Sehe ich irgendwie keinen Nutzen dran, ne?
Wie ist das eigentlich in England? Muss man in England vorne Kennzeichen fahren oder nicht? Ich glaube, in Amerika ist es ja mehr oder weniger Bundesstaat abhängig und dann ist es auch wieder so, ja, also, ja, aber nein. So gefühlt ist es meistens so, ja, du musst, aber es ist ihnen eigentlich auch egal. Also es gibt meistens keine Strafen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Von daher, gefühlt, also, ja, musst du fahren, aber nein, musst du eigentlich nicht. Und ich glaube, dann ist es noch Bundesstaat abhängig. Sind auch Bundesstaaten dann, ne? Ja, genau. Ja, also irgendwie ziemlich random. Falls irgendjemand gerade von euch noch die Julia-Zeit im Kopf hat, die wir hier gefahren sind, gerne mal in die Kommentare, damit würde mich gerade interessieren. Ich glaube, die war deutlich besser. Obwohl wir gefühlt nicht viel langsamer sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ein Auto mit so viel mehr Leistung hatten und so eine schlechte Zeit gefahren sind. Wobei, wir sind halt hauptsächlich gerutscht, ne? Das jetzt... Gut, ich fahre hier hauptsächlich durch Zäune. Aber das ist schon ein recht gleichmäßiges Fahren hier jetzt. Von daher... Ich muss auch eigentlich immer noch mal einen Part mit... Ich hab grad Controller sagen. Mit Controller spiele ich jetzt gerade. Mit Lenkrad spielen. Steht übrigens aktuell noch neben mir, weil ich mit Micha bisschen LKW gefahren bin. Und das auch potenziell noch am will, weil, also, es gibt wenig Sachen, die so viel Spaß machen wie Euro Truck Simulator mit mehreren Leuten. Muss ich leider sagen. Das ist einfach nur geil. Ich glaube, wir sind nur zu zweit gefahren. Niki war nicht mal dabei. Das hat trotzdem schon richtig Spaß gemacht. Ja, Dritter ist auf jeden Fall drin. Vielleicht auch Zweiter oder Erster. Aber gefühlt ist es wieder schwieriger geworden, nachdem wir das Auto getuned haben. Ja, wir fahren mal vorbei. Dritter entspannt. Zweiter könnten noch, erster wird schwieriger, glaube ich. Ja, wie wäre es, wenn wir nicht ganz so lange im Dreck fahren? Ich schwimme ein bisschen weiter zurück. Ich könnte natürlich jetzt einfach hier so machen, ne? Okay, dann kommt Niki vorbei. Also es könnten wir so ausbauen, dass Niki dann nicht mehr vorbeikommt. Ah. Knapp. Hätte ich besser machen können, zugegeben. Okay, ich hatte kurz ein Geräusch gehört, ich war mir nicht sicher, ob es das war. Nee, das funktioniert so nicht. Okay, muss ich schon bremsen. Aber immerhin ist Dennis nicht erster, der Bastard. Dennis den Sieg genommen, nur um ihn Niki zu schenken und mir zweiten zu geben, was ich auch ohne Dennis geschafft hätte. Ja, also das hätte man mit Niki noch in der Kurve da austangieren können, dass ich da Niki einfach nicht vorbeilasse. Das hätte funktioniert, aber nein, ist auch egal, ne? Mir geht es ein paar Punkte hinter mir, das reicht ja. Von daher. Ja, Design ist okay. Hätte ich eigentlich nicht liken sollen, weil war jetzt nicht so okay geil. Aber ist schon okay. Ich benutze es ja auch. Gut, dann fahren wir jetzt noch das da. Würde ich sagen. Sind ja auch erst bei 15 Minuten gleich. 14,5. Ne, 14,10 sind sie sogar erst. Okay. Mein Cousin hat mir übrigens gerade noch die Seite geschickt. Das ist die DSK e.V. Seite scheinbar. Muss ich mir gleich mal angucken. Darüber hatte ich im letzten Part, glaube ich, geredet. Ich werde da gleich mal reingucken und sage ich vielleicht im nächsten Part mal ein paar Worte dazu. Im nächsten Part kann ich natürlich erst morgen Nachmittag aufnehmen, was mich gerade ein bisschen nervt. Weil eigentlich bin ich gerade im Aufnahmelaune. Jetzt fangt mir nicht an mit einem Witcher auf. Witcher weiß ich nicht. Also ich muss echt sagen, ich habe meine Probleme mit Witcher. Gerade mit Aufnehmen so. Schauen wir mal. Vielleicht mache ich gleich noch was anderes.
Ich habe hier nämlich noch was rumliegen, was ich gerne mal ausprobieren möchte. Und dann könnte es geil werden. Muss ich ja einfach mal so sagen. Das wäre was, was es auf YouTube, glaube ich, aktuell nicht gibt. Also, das Grundthema bleibt ein Let's Play. Das gibt es selbstverständlich, aber nicht zu dem Spiel, denke ich. Und ich denke, auf die Idee kommt halt auch niemand so richtig. Außer, ich guck gleich mal. Ich guck gleich mal in einer ruhigen Sekunde nach, ob es zu dem Spiel schon ein Let's Play gibt. Und ich rede nicht nur von einem klassischen. Also ich denke, Videos wird es geben, aber kein Let's Play. Weder im klassischen noch im aktuellen Sinne. Also aktueller Sinn ist ja absolut zerschnittenes Gameplay auf lustig. Klassisches Let's Play ist das, was wir jetzt machen. Content. Also viel Content aus einem Spiel mitnehmen. Mit Unterhaltungsfaktor, sage ich jetzt mal so. Aber es ist nicht rein darauf ausgelegt, hier ein Haha-lustig-Video zu sein, sondern man kann sich ganz entspannt das Spiel an sich angucken. Ein klassisches Let's Play halt. Ich muss sagen, ich mag beides sehr gerne. Ich glaube, ich habe auch schon ein paar Mal darüber geredet, dass ich beides ganz gerne mag. Aber ich bevorzuge tatsächlich klassisches LP. Weil ich das zugegebenermaßen aktuell nur von Freddy gucke. Aber ansonsten gucke ich aktuell... Doch, Zombie macht zwischendurch klassisches Let's Play. Aber sehr wenig. Macht ja auch eher so funny Videos. Zu Spielen, die man als klassisches Let's Play bringen könnte. Und er streamt sie dann, glaube ich, einfach. Ja. Wie gesagt, ich verteufel auf keinen Fall die neue Art, aber ich bin eher Fan vom Klassischen. So wie ich es jetzt hier mache. Ich habe ja mit Hitman ein bisschen versucht, so ein bisschen Neueres zu machen. Allerdings hakt das noch. Daran, dass ich Hitman 2 zwar habe, ich könnte es auch tatsächlich bringen, aber nicht in Hitman 3. Und das missfällt mir, muss ich ja ehrlich zugeben. Ich möchte es, wenn, in Hitman 3 bringen. Aber ich könnte es nur in Hitman 2 bringen. Ich habe Hitman 2, ja. Ich habe alle Hitman-Teile der neuen Trilogie. Trilogie, Entschuldigung. Es ist eine Trilogie, keine Triologie. Glaube ich, ist das so, ne? War auf jeden Fall bei Büchern so, Alter, Niki, warum fährst du denn so zügig, ey? Kannst du bitte nicht so viel bremsen, Bruder? Kann ich dich besser überholen? Also noch recht nah an Niki dran. Ich glaube, den kriegen wir noch, den kleinen Schlawiner da. Auch ohne unfaire Tricks dieses Mal vielleicht. Na klar, hier hätten wir mit einem unfairen Trick kriegen können, indem wir einfach stumpf in seine Seite reinfahren. Aber... Also, klar kann ich so machen, wenn ich es jetzt nicht schaffe, würde ich es auch so tun. Aber ich denke, dass wir das auch fair schaffen können. Weil er ganz schön abgeht, muss ich zugeben. Okay, das war jetzt ein bisschen unfair, aber noch okay, ne? Mach mal nicht diesen. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Wie ist, also ich glaube, ich habe die Frage schon mal gestellt, aber wie ist das eigentlich? Ist das in Rennen okay? So, nur ich lass dich jetzt einfach nicht vorbei, du Bastard. Das ist ja absolut asozial, muss ich mir kurz dazu sagen. Also nach hinten gucken, so, ja, hoch, der möchte vorbei. Nö. Richtig ehrenlos auf jeden Fall. Gut. Haben wir alles geschafft, sehr schön. Winter läuft. Gewinne alle Saisonmeisterschaften eines Winters. Ich glaube, es wäre auch ein Erfolg gewesen, gewinne alle Saisonmeisterschaften eines Jahres, schätze ich mal. Ja. Stufe 118, Hupe freigeschaltet. Ui, toll. Dürfen wir noch drehen, ja, geil. Einen schönen 2000er GTR. Sehr schön. Das gefällt mir doch. Ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Da dann. Ausnahmsweise. Was? Achso, ja. Clio RS 16. Sehr schön.
da dann hoffentlich mal wieder mit einer Story. Ich denke, wir könnten das hier unten machen. Das erinnert mich immer ein bisschen an Crazy Frog. Richtig beschissen auszuwählen. British Racing Green. Ja, ich verstehe warum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.